Gut, vielen Dank. Ich werde da schnell anfangen, damit wir dann auch pünktlich zur Vernissage kommen. Ich werde jetzt in meinem Vortrag, der zweigeteilt ist, zuerst eine Methodik vorstellen, wie man aus den frei verfügbaren Radardaten, die online vom DWD bereitgestellt werden, also den ursprünglichen Radolan-Produkten, wie man die klimatologisch auswerten kann und mit welcher Methodik das möglich ist. Und im zweiten Teil, auf Grundlage der Erkenntnisse, die durch diese Methodik gewonnen wurde, Herausforderungen illustrieren, die, wie ich meine, wichtig sind in der zukünftigen Entwicklung bei der Radarprozessierung im Hinblick auf Klimatologie und gleichzeitig mit dem Blick auf die operationelle Prozessierung für den Hochwasserfall. Dieses Beispiel, was ich Ihnen hier zeige, soll das nochmal den großen Vorteil der Radarmessung illustrieren. Wir haben links eine ganz normale Interpolation mit einem der einfachsten räumlichen Interpolationsverfahren, das ist eine inverse Distanzrichtung, auf Grundlage etwa 40 Stationen in Sachsen. Sie sehen natürlich, dass das Radar aufgrund der flächendeckenden Informationen eine viel genauere Aussage über die hohe Variabilität des Elements Niederschlag geben kann. Zusätzlich kommt hinzu, dass wir an den Stellen, so hoch wie wir das Radar prozessieren, also an der Stelle ist es 1 Kilometer, also wir haben 1 Quadratkilometer Zellen, keine Schätzung im Grunde brauchen, um an eine Niederschlagsinformation zu kommen. Und wir haben die hohe zeitliche Auflösung, die das Radar durch das Messprinzip uns liefert. Allerdings, und das kam heute in den Vorträgen bis jetzt noch nicht, möchte ich 3 Punkte, die mir wichtig erscheinen, erst nochmal für alle Zuhörer, die nicht so viel mit Radar zu tun haben, klarstellen. Das Radar ist keine direkte Niederschlagsmessung. Wir messen beim Radar die Summe der Reflektivitäten in einem definierten Raumvolumen von der Teilchen, die dieses Signal zurücksenden. Das heißt, wir haben als gemessenes Signal keine Niederschlagsrate, sondern wir rechnen diese Niederschlagsrate, diese Summe der Reflektivitäten um in eine Niederschlagsrate auf Grundlage einer empirischen Beziehung. Das führt nun dazu, dass wir, wie das hier illustriert sein soll, das Radarsignal mit der Entfernung vom Radar immer weiter in die Atmosphäre vordringt und der dort gemessene Niederschlag natürlich noch einen Weg nach unten zurücklegen muss, ehe er tatsächlich am Erdboden auftritt. Und das führt zu Drift, das führt zu Verschiebung. Wir wissen, dass wir nicht an jeder Stelle so ein Ampometer, ein Ampometer stehen haben, allerdings an bestimmten Stellen. Und diese helfen uns, die abgeschätzte Niederschlagsrate dahingehend zu ziehen, dass das Niederschlagsfeld auch auf die Punkte, an denen wir am Boden tatsächliche Aussagen haben, passt. Das heißt also, die Kombination der Ampometer, der Bodenmessung mit dem Radar bringt den großen Vorteil der Informationen über das Niederschlagsfeld, das Niederschlagsverhalten in Raum und Zeit. Für Sachsen, habe ich jetzt schon gesagt, habe ich an der Stelle betrachtet die Radolan-Produkte, die frei zugänglich sind, das stündliche RW-Produkt sowie die Ampometer-Daten, die stündlich gemessen haben und auch die Tageswertdaten der Hellmann-Messungen, die ursprünglich einmal täglich von dem Beobachter abgelesen wurden. Für Sachsen ergibt sich aus diesen, der Stand der Daten ist jetzt 2013, folgendes Bild. Das sind, wie gesagt, die Daten, die online verfügbar sind, nicht aus der Klimatologie, wo bereits die Korrekturverfahren, die Frau Winterrath vorgestellt hat, angepasst, durchgeführt wurden. Wir sehen bei der Aufsummierung über 5 Jahre ein paar Effekte, die radarspezifisch sind. Zum einen haben wir in der Mitte hier das Radar Dresden, was allerdings nicht allein Sachsen abdecken kann, sondern von den angrenzenden Radarstationen ebenso überdeckt werden muss. Und dadurch kommt es zu diesen Überschattungen des Radarsignals, was zu unschönen geometrischen Strukturen im Niederschlagsfeld führt. Die Speichenkorrektur wurde auch bereits genannt. Für das Dresdner Radar ist es diese nordöstliche Speiche, die an der Stelle immer vorhanden ist. Und zusätzlich kommt für Sachsen die Problematik dazu, dass wir sehr viele nicht meteorologische Echos haben. Diese Echos werden als Klatter bezeichnet und die Korrelation zwischen diesen, die Klatter sind hier in diesem dunkelfarbenen Braun, diese einzelnen Punkte, das sind jetzt keine konvektiven Zellen, sondern das sind tatsächliche Falschechos im Radarprodukt. Diese Punkte werden vorrangig in Sachsen durch Windkraftanlagen verursacht.
Da passt die Korrelation ziemlich gut. Was wir jetzt als Ziel, was ich mir als Ziel gesetzt habe, ist also dieses Radarbild zu verbessern, dahingehend, dass wir diese ganzen Fehler, die ich diese geometrischen Strukturen unterdrücke, für die längere Zeiträume und die eigentlich vorherrschende Abhängigkeit der Höhe und dem Niederschlag über längere Zeiträume wiederherstellen kann. Wenn man sich die Korrelation dieses Radolan-Produkts ansieht, was nicht für klimatologische Anwendung gedacht ist, sage ich dazu, dann fällt aber auf, dass über diesen langen Zeitraum es keine richtige Korrelation gibt aufgrund dieser Ausreißer, dieser Klatter bzw. dieser fehlenden Orographie, die man nicht in der Niederschlagsverteilung findet. Und eigentlich müsste es ungefähr so aussehen, das ist jetzt ein anderer Datensatz, der Regni-Datensatz, wurde heute schon angesprochen, ein interpolierter Datensatz vom DWD für den gleichen Zeitraum. Und dort sieht es an der Stelle wesentlich plausibler aus, was die räumliche Verteilung des Niederschlags angeht. Das heißt also, das Radarprodukt Radolan soll an der Stelle verbessert werden, dass diese Korrelationsbeziehungen dem erwarteten, dem erwarteten Verlauf eher folgt. Und das wird über ein mehr oder weniger mathematische Spielerei erreicht. Die will ich hier nur so illustrieren, dass wir hier wieder die Geländehöhe haben, hier die Niederschlagshöhe. Und das ist ein dreiparametrisches Verfahren, was zuerst einen Quantil-Ausreißertest durchlaufen lässt, also die oberen und unteren Extreme abschneidet. Dann über eine lineare Regression mit der Höhe, die natürlich erweiterbar ist. Also es ist nicht so, dass der Niederschlag nur von der Höhe abhängig ist. Wir haben da auch andere Einflussfaktoren, Anstromrichtungen, Hangneigung, Hangausrichtung, die da eine wesentliche Rolle spielen. Allerdings hier wurde das nur mit der Höhe gemacht. Und diese Höhe wurde angewendet, um diesen Höhencharakter wieder in die Daten reinzubekommen. Und am Ende wurde eine Aneichung an die täglich aufgelösten Niederschlagsmessungen, die ein dichteres Netz haben, durchgeführt, was dann zu dem Effekt führt, dass das gesamte Produkt an Summe, nun das ist nicht ganz, die quantitative Aussage wird damit hin zu den richtigen zu den besseren Bodenmessungen hingezogen. Den Vergleich, der auf der nächsten Folie stattfindet, erfolgt jetzt mit drei anderen unabhängigen Datensätzen. Wir haben zum einen den Regni-Datensatz, das ist der hier, der auf Grundlage einer multiplen Regression erstellt wurde, und den Raglida-Datensatz der TU Dresden, der durch ein Indikator-Kriging erzeugt wurde. Und die Methode hat sichtbar, an der Stelle jetzt hier nur qualitativ, sichtbare Erfolge erzielt. Wir haben hier das Ursprungsprodukt, das Radolan-Produkt, das ist in A dargestellt. Wir sehen diese typischen Fehler, die Überschattung, die Klatter, die Speichen und auch durch das Interpolationsverfahren, was jetzt aber verbessert wurde von Radolan, diese Radarringe um die Station. Das wurde alles eliminiert durch das Verfahren und wir haben eine der Orographie höher, größer folgende Verteilung des Niederschlages über diesen Zeitraum von 2005 bis 2009. Warum 2009? Regni war an der Stelle nur bis 2009 verfügbar, um das vergleichbar zu machen. An der anderen Stelle haben wir hier das Raglida-Produkt und hier das Regni-Produkt, wobei das Regni-Produkt das Produkt ist, was die höchste Korrelation mit der Höhe aufgrund der linearen Regression, der multiplen Regression, auf der es basiert, aufweist. Ich konnte also mit diesem Verfahren den ursprünglichen einfachen Radolan-Daten ein Produkt erzeugen über einen langen Zeitraum, was klimatologisch konsistent ist im Sinne der Niederschlagsverteilung. Dieses Verfahren ist anwendbar bis Zeiträume größer einem Monat, also alles, was größer einem Monat ist, wo man davon ausgeht, dass es eine signifikante Abhängigkeit des der Niederschlagsverteilung von der Höhe gibt. Ab diesem Punkt funktioniert das Verfahren. Nun ist es natürlich interessant, wir wollen ja noch kleinere Stufen haben, um Extremwertstatistik machen zu können, also Tagesauswertung oder stündliche Auswertung. An der Stelle schlage ich einen ähnlichen Ansatz vor, eine Disaggregierung auf Grundlage eines plausiblen, wie ich jetzt schon gezeigt habe, durch die Methodik erstellten plausiblen klimatologischen Datensatz, der auf Grundlage eines Quotientenverfahrens, also die Aufteilung, wir haben hier das ursprüngliche Radolan-Produkt, wobei die Summe an der Stelle nicht stimmt. Wir kennen aber die Verteilung der einzelnen Tage bzw. Stunden innerhalb dieses klimatologischen Zeitraumes, wie dieses Produkt zusammengesetzt ist.
Und wir kennen die Summe des neuen, des richtigeren klimatologisch konsistenten Datensatzes und können die Quotienten, die wir ableiten können aus den einzelnen äquidistanten Zeitschritten, auf das neue Produkt anwenden und damit das herunterskalieren auf den Zeitschritt, den wir gemessen haben, beziehungsweise den wir uns wünschen, beziehungsweise wo wir tatsächlich äquidistante Quotienten vergeben können. Und das sieht jetzt exemplarisch mal hier dargestellt so aus. Wir haben, das ist beispielhaft der 15.06.2007, das ist die Verteilung, die wir durch das RAKLIDA-Verfahren für diesen Tag generiert haben. Hier sehen wir den Radolan-Ausschnitt. Wir sehen hier sehr extreme Zellen, die wir in RAKLIDA nicht finden. Und durch das Verfahren, durch diese Disaggregierung, kommt es zu einer Verringerung der Fehler, also das sieht man dann in der Differenz, darauf gehe ich gleich noch ein. Und was ein Vor- oder Nachteil ist, das wäre zu diskutieren, eine Abmilderung der Extreme. Also ich habe hier diese beiden Zellen, die sind jetzt nicht mehr so ausgeprägt an der Stelle, aufgrund dieser Glättung, die wir durch diese Plausibilisierung, diese klimatologische Plausibilisierung durchführen. Was wir in der Differenz jetzt sehen, sind einerseits, dass diese Extreme genommen wurden, abgemildert wurden und andererseits, dass die Fehler herausgenommen wurden, also die Klatter sind rausgenommen, sowie diese Überlappungsgeometrien, die nicht zum Niederschlagsfeld gehören. Wie gesagt, das ist ein Vor- bzw. Nachteil, das ist zu diskutieren. Im operationellen Einsatz des Radars, bei der Hochwasservorhersage, ist es sehr wichtig, dass man die Extreme kennt. Da ist dieses Abschneiden nicht unbedingt die beste Variante, aber um diese klimatologische Plausibilität hinzukriegen, ist es halt notwendig. Das hat man auch in dem Vortrag von der Frau Winterrath gesehen. Diese klimatologische Nachprozessierung führte zu einer meiner Meinung nach Abmilderung der Extreme aufgrund der besseren Aneichung an die dichteren Bodenmessnetze. Jetzt möchte ich im ersten Teil zusammenfassen, was ich jetzt zu dem RAB-Produkt sagen kann. Das eigentliche Produkt ist tatsächlich, das ist ja auch die Definition des Produktes, ist derzeit für klimatologische Untersuchungen nicht geeignet. Für die Klimatologie, und das hat der DWD auch gezeigt, haben meine Untersuchungen gezeigt, ist eine Nachprozessierung der ursprünglichen Reflektivitäten bzw. des Radolan-Produkts notwendig, um tatsächlich Klimatologie damit betreiben zu können. Sei es nun lange Zeitreihen auszuwerten für Extremwertstatistik oder sei es nun Summen zu aggregieren für längere Zeiträume. Für die quantitative Niederschlagsschätzung, denn nichts anderes ist die Ableitung von Niederschlag durch Radar, wir schätzen den Niederschlag, im Englischen spricht man deswegen auch von Quantitative Precipitation Estimate, also dem Schätzer, ist es so, dass je höher das Netz ist von Bodenstationen, also an Aneichstationen, je dichter dieses Netz ist, desto besser sind die Aussagen, die man aus dem Radar ableiten kann. Und natürlich sind die Bestrebungen dahingehend, dass man jegliche Niederschlagssammlung, die Informationen zu Ereignissen liefern kann, nutzt, auch wenn die anderen Standards unterliegen. Und das ist auch ein Punkt, der heute schon mehrmals kam. Lange Zeitreihen für Extremwertstatistik sind zurzeit noch nicht vorhanden. Das heißt, was man dann möglicherweise dort auswertet, sind eher Einzelereignisse, die sich da in diesen kurzen Zeiträumen durchgeprägt haben. Das war der erste Teil. Und nun möchte ich drei Aspekte vorstellen, die mir in meiner Arbeit aufgefallen sind und die mir wichtig erscheinen, dass man die auch im Hinterkopf behält, wenn man mit Radardaten arbeitet oder wohin der Fokus gelenkt werden sollte bei der Radarprozessierung. Was Sie jetzt hier sehen, ist mal eine ganz andere Abwechslung. Das ist das Messfeld vom Institut in Tharandt. Sie sehen jetzt hier acht verschiedene Niederschlagssammler. Wir haben hier vier Hellmann-Messungen mit Windring und in Bodenniveau, sowie ein Pluviometer und eine Wippe, die alle nebeneinander messen, alle standardisiert von unseren Messtechnikern betreut werden. Was jetzt hier rauskommt, ist, was ich zeigen möchte, ist ein Unterschied in den Messgeräten, also an den Stationen, die wir über einen längeren Zeitraum betrachten. Was Sie hier sehen, sind Jahressummen über 7 Jahre der verschiedenen Niederschlagstotalisatoren. Und ich möchte aber den Fokus jetzt nur auf den Hellmann-Messer, also diesen einmal am Tag gemessenen, sowie den Pluviometer, der zur Online-Aneichung genommen wird, lenken. Der Hellmann-Messer ist unsere Referenz, ist mit Windring sozusagen.
der hat die höchsten Niederschläge in der Jahressumme. Diese Niederschläge sind in Tharandt im Mittel 6,5% höher als die, die durch die automatische Pluviometermessung generiert werden. Das ist das, was wir für Tharandt festhalten können. Natürlich ist eine Station nicht ausreichend und ich habe beim DWD gesucht und es gibt auch eine kleine Publikation, wo ein ähnlicher Vergleich stattgefunden hat. Und da wurde von mehr Stationen, aber ich habe jetzt hier ehrlicherweise die extremsten rausgenommen, die aber für mich wichtig erschienen, die hier alle fast größer als 5% sind. Hier Potsdam ist mit Maximum 4% abweichend, das heißt, das Pluviometer misst 4% weniger Niederschlag, als es der Hellmann-Messer tut. Jetzt muss man dazu wissen, ab 5% spricht man davon, dass das klimatologisch relevant ist, denn das kann in Gebieten von mehr als 50 mm im Jahr betragen, was dann für den Wasserhaushalt eine falsche Abschätzung bietet. Das heißt also, man muss tatsächlich sich die Frage stellen oder die Prozessierung dahingehend bringen, dass dann die Daten homogenisiert werden und die richtigen Korrekturverfahren angewendet werden. Denn bei der Hellmann-Messung ist es so, wir kennen die bekannten Fehler, Verdunstungsfehler, Benetzungsfehler, Windfehler. Dazu gibt es diese bekannte Richterkorrektur. So eine Anpassung an diese Hellmann-Messung gibt es für die Pluviometer meines Wissens nicht und wird auch nicht gemacht an der Stelle. Was allerdings für die Klimatologie eine Auswirkung hat, wie ich das schon gesagt habe, mit den 50 mm, mehr als 50 mm im Jahr, was tatsächlich eine Rolle spielt. Ein zweiter Aspekt ist die räumliche Auflösung. Das ist eine sehr abstrakte Darstellung hier. Wir hatten das heute schon mit der Verteilung von Niederschlagszeitreihen. Ich betrachte jetzt eine der 20.000 Niederschlagsrasterzellen und habe über diese 10, 15 Jahre, die da gemessen wurde, stelle eine Verteilungsfunktion auf, eine empirische, und passe eine parametrische Verteilungsfunktion an. Wir haben ja ein ganzes Pool, habe ich angepasst an diese Verteilungsfunktion und dann habe ich getestet. Habe ich getestet, wie gut passt denn die Verteilungsfunktion an meine empirische Verteilung, also an die Messung. Und das betrachtet über verschiedene räumliche Auflösungen. Das heißt, wir haben die erste räumliche Auflösung, ist das 1 Kilometer Raster und das geht bis 20 Kilometer Raster. Was Sie auf der Y-Achse sehen, ist jetzt der Grad der Anpassung. Also das heißt, über jeden räumlichen Zeitschritt haben wir 20.000 Zellen. Und was auffällt, ist, dass der Grad der Anpassung am höchsten ist bei 2 bzw. 3 Kilometern. Diese Verteilungsfunktionen für den Niederschlag gelten für Punktaussagen, für Stationen und die sind gängig, weltweit gängig. Es stellt sich nun die Frage, wie repräsentativ ist tatsächlich der 1 Kilometer aufgelöste Radarniederschlag, wenn die Niederschlagsverteilung möglicherweise in der 2 Kilometer oder 3 Kilometer Verteilung besser oder höher aufgelöst ist als eine mögliche Interpretation dieser Grafik. Denn man muss dazu sagen, Radar misst in Polarkoordinaten und um auf ein äquidistantes kartesisches Gitter zu kommen, muss man interpolieren. Das heißt, dabei werden auch Fehler gemacht und bei Polarkoordinaten ist es so, die Raumausschnitte sind, je näher man an der Radarstation sind, umso kleiner und je weiter weg man ist, umso weiter weg. Das heißt, es ist durchaus möglich, dass man die Belastbarkeit der räumlichen Verteilung des Niederschlages an der Stelle neu bewerten müsste für die Repräsentativität des Niederschlages. Und als drittes möchte ich diese Repräsentativität des Niederschlages nochmal eingehen. Sie sehen diese ganzen Klatter, die waren auch bei der Frau Winterrath leider noch zu sehen. Plus die Speichen, das macht etwa 10% von Sachsen aus, von der Fläche von Sachsen, an der wir keine tatsächliche Information haben aus dem Radar. Was wir dann dort haben, ist eine Interpolation, also eine Schätzung, weil das Radarsignal an der Stelle blockiert wurde, beziehungsweise hier reflektiert etwas ganz anderes das Signal. Zum großen Teil reflektiert was ganz anderes das Signal, als es der Niederschlag tut. Es ist also meiner Meinung nach wichtig, an der Stelle dem Nutzer zu kommunizieren, wie viel ist tatsächlich noch Messung in dem Radarbild und was ist dann tatsächlich wieder bloß eine räumliche Schätzung, wie bei den ursprünglichen Interpolationsverfahren, weil wir die Klatter rausschmeißen mussten oder die Speichen auffüllen mussten. Und da komme ich zu den zukünftigen, da möchte ich diese zukünftigen Herausforderungen nochmal zusammenfassen. Das ist auch die letzte Folie. Bei der operationellen Prozessierung ist es wahrscheinlich so, wo diese klimatologischen Aspekte jetzt noch nicht berücksichtigt werden, dass dort mehr dieser klimatologische Aspekt mit reintreten sollte, da wir ja schlecht dem Anwender suggerieren können, wir haben zwei Produkte vom Niederschlag, also zwei Möglichkeiten, wie der Niederschlag gefallen ist, obwohl wir wissen, dass der klimatologische Niederschlag der bessere ist.
Demgegenüber steht natürlich die Anwendung, wenn man auf extreme Hochwasserereignisse geht, die dann wieder eingeschränkter ist. Andererseits ist es wichtig, verschiedene Messsysteme zu nutzen. Also die DWD hat sein Ampermeternetz, Sachsen hat, wir wissen es nun aus dem Referenzdatensatz, 4 verschiedene Ampermeternetze, wo noch zusätzlich Daten zur Verfügung stehen, um Radarprodukte zu verbessern. Was allerdings dazu führt, dass die Standards angesehen werden müssen, beziehungsweise die Reihen so dahingehend überprüft und korrigiert werden müssen, dass sie vergleichbar sind, um bei der Prozessierung eingehen zu können. Für die Niederschlagskorrektur für Pluviometer ist es meiner Meinung nach wichtig, dass mehr, ich bin Hydrologe, deswegen reite ich so auf dieser Niederschlagskorrektur rum, dass für die Pluviometer eine Niederschlagskorrektur mit angeboten wird oder zumindest untersucht wird, was diese Auswirkungen oder diese Unterschiede erklären könnte, die diese Unterschätzung, diese offensichtliche über den klimatologischen Zeitraum bewirkt. Und viertens, diese tatsächlich gemessenen Niederschlagsinformationen, die wir beim Radar uns erhoffen, dass tatsächlich auch kommuniziert wird. Um Dresden haben wir sehr viele Klatter. Also für die Stadtentwässerung halte ich das Radar, das Dresdner Radar, für schlecht geeignet. Das ist meine Meinung, weil dort zu viele Klatter einfach sind und damit die Anwendung leider schlecht möglich ist. Ja. Und deswegen plädiere ich dafür eine bessere Kommunikation an der Stelle. Und das war's. Vielen Dank auch für das Bemühen, einen Teil der Zeit wieder reinzubringen. Ich will aber nicht nur, dass den Letzten immer die Hunde beißen. Das ist ja bekannt, in dem Fall ist Enrico getroffen. Trotzdem wenigstens ein, zwei Fragen zulassen. Bitte. Bitte, Frau Winterrand. Ja, ich hätte eher einen Kommentar dazu, keine Frage, nämlich zu den Qualitätsinformationen. Also es ist ein großes Problem, einen vernünftigen Fehler anzugeben bei Radarmessungen, weil natürlich viele Fehler eingehen. Also du hast es ja kurz angedeutet, wenn man mit einem Radarstrahl hochgeht und wirklich in einer Entfernung misst, in einer Höhe von 3 Kilometern, dann ist man teilweise schon über dem Regen, man hat ein sehr großes Volumen, es gehen verschiedene Effekte ein, die die Radarmessung beeinflussen. Deswegen machen wir auch die Aneichung. Wie groß der Fehler dann absolut wirklich ist, ist wirklich schwer zu sagen. Also was wir jetzt im Rahmen des Projekts auch machen, ist, dass wir Tagesniederschlagsdaten rausnehmen, mehrere Reanalysen rechnen, um eine Verifikation mit den übrigen Daten zu machen. Der zweite Punkt ist bei den Klattern, natürlich in Dresden, also gerade in den Großstädten, wo die Radarstandorte waren, haben wir natürlich extreme Probleme, weil wir da sehr viele Fehlechos haben, viele Klatter. Wir haben auch im Nahbereich des Radars ein Erfassungsproblem. Da kommen viele Dinge zusammen, die natürlich gerade in diesen Städten die Anwendung problematisch gestalten. Und es ist aber nicht so einfach, diese Klatter zu eliminieren mit der derzeitigen Software. Da wird natürlich auch dran gearbeitet, das zu verbessern. Und wir überlegen im Projekt auf jeden Fall auch, wie wir diese Regionen dann wirklich markieren können, dass man da keine Fehlinterpretationen nachher zieht. Bitte, Herr Krassel. Ich hab noch eine andere Herausforderung. Beide Vorträge haben nicht vom Schnee gesprochen, weil ja viele Radarreflektivitäten nicht vom Regen stammen, sondern vom Schnee, weil ja immer nach oben geblickt werden muss. Und auch der Hagel kann was machen und das sogenannte helle Band. Wie wird das denn alles herauskorrigiert? Immer nur über die Ampermeter? Und ist das machbar? Das Breitband ist machbar, wenn man die vertikale. Man kann dich hören. Okay, also wenn man das Breitband ist, kann man herausrechnen, wenn man die vertikale Information hat. Und die hat man bei den Radaren, die da die ja Volumenscans auch haben. Also das kann korrigiert werden. Wird das korrigiert? Im Radoland weiß ich nicht. Dankeschön. Das Breitband wird derzeit noch nicht korrigiert.
Wir arbeiten beim Deutschen Wetterdienst gerade daran, eine neue Software zu entwickeln, die die Dual-Pol-Informationen, die heute Morgen ja schon erwähnt wurden, auszuwerten. Dieses Software-Tool, das heißt Polara, ist für den Echtzeitbetrieb noch im Test, ist also noch nicht operationell. Dort ist eine Brightband-Erkennung enthalten. Es gibt auch eine sogenannte Recalc-Version davon, also wir werden in Zukunft auch diese Software für die Reanalyse verwenden wollen und wollen dort mithilfe der auch schon erwähnten Reanalysedaten mit der Cosmo-Reanalyse über das Snow-Limit und die Null-Grad-Grenze dort dann eine vernünftige Brightband-Erkennung und letztendlich auch Korrektur entwickeln. Aber im Echtzeitbetrieb ist das derzeit noch nicht enthalten und auch nicht so einfach möglich. Jetzt nutze ich mal die Möglichkeit, dass zwei Radarexperten da sind und frage beide gleichzeitig was. Eines von den Generalen, ich meine jetzt die Frau Winterrad und den Herrn Kronberg. Und der Herr Krassel kann auf jeden Fall was dazu sagen, aber ich denke mal... Nein, ich sage nichts mehr. Es ist immer schön, wenn es eine breite Diskussion gibt. Ich glaube, eines der Probleme, die wir ja haben, wenn wir das klimatologisch anwenden wollen, ist, dass ständig die Radardaten reprozessiert werden müssen, sobald neue Verfahren entwickelt werden, unter Anstand mit neuen Messgeräten, weil die natürlich dann auch wieder die Reihen beeinflussen. Gibt es irgendeine elegante Lösung, das hinzubekommen? Weil das natürlich bedeutet, dass wir nicht nur die zukünftigen Daten nach bestem Wissen und Gewissen auswerten müssen, sondern auch die vergangenen Daten nach bestem Gewissen neu auswerten müssen. Und das ist sozusagen so eine Art never-ending story. Wer will zuerst antworten? Die Ladies first. Also zum einen planen wir bei der jährlichen Aktualisierung natürlich auch komplette Reanalyse des gesamten Zeitraums ab 2001, dass wir mit einem durchgängigen Verfahren Analyse machen. Problem ist natürlich Verlegung von Standorten, auch die unterschiedliche Anzahl von Stationen. Aber ich sag mal, wir haben den Ansatz, dass wir möglichst alles, was verfügbar ist, verwenden, um eine möglichst gute Niederschlagsanalyse auf stündlicher Basis herzustellen. Das ist natürlich, sage ich mal, wenn man klimatologische Trends anguckt, hat man natürlich durch diese ganzen Effekte da eine gewisse Randbedingung, die es zu berücksichtigen. Müsste man nicht auch die Radardaten, das war meine Frage, ob man die Radardaten nachprozessieren müsste ab Beginn, ab 2001 jedes Mal? Ja, das machen wir. Okay, und dann jedes Mal, jedes Jahr neu? Jedes Jahr neu, sobald es, also wenn es neue Verfahren gibt, okay. die dann auf diesen Radardaten wirklich ansetzen. Okay, danke. Das war die eine Antwort. Gibt es eine andere Antwort? Nein, ich schließe mich der an. Gut, damit ist alles gesagt.